Verfremdete Logos am Anfang von Filmen gibt es schon seit geraumer Zeit. Fox ist davon betroffen, aber auch Columbia. Hier wird beispielsweise Annette Bening zur Columbia-Göttin. Es ist der Auftakt zu Good Vibrations, Sex von einem anderen Stern von Mike Nichols. Zu jeder Zeit wurden in Vorspänen die Logos der großen Filmstudios kreativ verändert. Auch in Frankreich wird seit etwa 15 Jahren mit den Logos gespielt, bei Filmen für ein großes Publikum wie hier in Incontrôlable. Genauso aber auch in Il était une fois dans l'Oued. Gaumont présenté. Gaumont. C'est ça. Gaumont. Bon ben ça ira. Gaumont, il présenté. واحد المرة في الواد. Selbst bei kontroversen Filmen wie Irreversibel. Es gibt Regisseure, die bei der Verfremdung eindeutig die Nase vorn haben. Joe Dante zum Beispiel. Wie die Wappen der Ritter wirken seine Logos, eine Art Heraldik des Kinos. Bilderstürmerische Regisseure können sich keine bessere Spielwiese vorstellen. Tim Burton ist einer dieser Unerschrockenen. Möglicherweise ist die Abänderung des Originals mittlerweile zur Masche geworden. Lange nach dem Schnurrbart von Marcel Duchamp im Gesicht der Mona Lisa sind die entfremdeten Logos in Vorspänen mehr und mehr in Mode gekommen. Wer heutzutage einen Kassenschlager macht, der muss auch das Logo verändern. Das verlangt der gute Ruf. Naomi Klein beschreibt in ihrem berühmten Buch No Logo, wie die großen Marken die Entfremdung des Logos selbst als Markenzeichen einsetzen. Die großen Studios haben die Revolution verdaut und sie sich zu eigen gemacht. Damit rücken sie noch näher an den Zuschauer heran. Nanospielfilme Logo World. Seit den 30er Jahren hat Warner im Lauf der Jahrzehnte vielleicht am häufigsten sein Logo verändert und verulgt. Durch den Vorspann wird das große Filmstudio selbst zum Star. Das Spiel mit dem Logo ist auch ein Spiel mit Legenden. Mythologie, Logos, Aussage. Visuelle Identität, Markenzeichen, Siegel, Emblem, Totem. Es ist die Kunst des Vorspanns in Reinform.